Solomon flüchtete in seinem Dampfwagen. Er wusste, Drummercliff könnte jeden Moment im Labor eintreffen. Er war besessen von dem Meteoriten, dem Ursprung seines Genies, wie er dachte. Für Solomon hingegen war er gleichbedeutend mit einem Heilmittel gegen den Wahnsinn. Er würde ein besonderes Gerät für die Nutzung des Meteoriten brauchen. Für den Fall, dass es zur Sache ginge, baute Solomon mehrere Blendbomben aus dem Staub an der Ausgrabungsstätte. So, was haben wir hier? Meteorabsturzgebiet. Solomon spürte den Wahnsinn, der in Wellen von dem Meteoriten aufstieg, aber irgendwie fühlte er sich auch viel schlauer als sonst. Ob Wahnsinn die Intelligenz steigerte? Ja, selbstverständlich. Selbstverständlich tut es das. Drummercliff zumindest hatte das geglaubt. Solomon schloss den Meteoriten in einen Käfig aus Stahl und Glas ein. Okay. So. Wir bekommen. Und ewig grüßt der Pinkerton. Also, die Pinkertons werden wieder aufgefüllt. Die Persons. Persons ist eigentlich auch sehr geil, der Name. Jede Menge Persons. Ja, wie telegrafisch angekündigt, also trafen zwei neue Pinkertons ein. So, dann ist es hier noch gar nicht komplett beendet, dieses Kapitel. Gehe ins Labor, um die Daten zu analysieren. Na gut, das sagst, machen wir das. Labor war hier. Solomon blieb in Drummercliffs altem Labor. Achso, das ist ein alter Text. So, was machen wir? Solomon begann mit der Forschungsarbeit. Das ist normale Forschungsarbeit, das ist den Meteoriten. Ich denke. Wie viel Gold haben wir denn? Wir gucken mal ins normale Forschung, den normalen Forschungsbereich. Lass uns mal ein bisschen was in Büchsenmacherei investieren. Vielleicht kriegen wir dadurch dann Zugriff auf bessere Waffen. Oh, jetzt habe ich mich verklickt. Jetzt bin ich eins weiter hochgerutscht, ne? Mechanik. Aber wir kommen nochmal zurück. Büchsenmacherei. Er hatte so eine Ahnung. Der nächste würde ihm ein Patent für die Harmonika-Pistole sichern. Das war eine Pistole mit einem revolutionären Ladestreifen, der schnelles Nachladen erlaubte. Ja, komm, bauen wir halt mal einen Entwurf. So, und jetzt sehen wir das hier unten. Das hatte ich beim letzten Mal schon vermutet. Das sind jetzt diese... Also gelb sind die Waffen-Skills, was wir gerade gemacht haben. Und das war jetzt mehr oder weniger erst Stufe 2 von 5. Also die Entwicklungsstufe. Und bei den anderen sind wir jeweils auf 1. Ich habe aber auch keinen... Wir brauchen jedes Mal diesen Entwurf. Ich habe keine Ahnung, wie viele Entwürfe wir derzeit haben. Wir probieren es einfach mal aus, ob ich hier auch weiterkomme. Eine Betäubungsbombe. Könnten wir hier der nächste Schritt. Betäubungsbomben reduzieren Treffsicherheit und Tempo des einzelnen Gegners. Ja, wenn wir tatsächlich einen Entwurf haben, dann machen wir das auch mal. Geht. Und damit wir da einigermaßen im Gleichschritt vorangehen, bauen wir das letzte auf Chemie. Wenn er so weitermacht, war er überzeugt, sein nächster würde ihm erlauben, ein Stimulans zu patentieren. Stimulanzien verbesserten die Bewegungsrate, kosteten aber etwas Gesundheit. Das finde ich jetzt eher nicht so interessant. Nee, dann gucken wir lieber mal, was eine weitere Stufe bei der Büchsenmacherei bringen würde. Ein Kettengewehr und den Entenfuß. Kettengewehre besaßen eine große Munitionskapazität. Oh, das ist schön. ich brauche Waffen mit hoher Munitionskapazität. Ich vergesse immer das Nachladen. Und der Entenfuß war ein leistungsstarker Pistolentyp. Das hört sich gut an. Wir machen das. Okay. Einmal haben wir jede Menge Entwürfe. Hier gibt es die Nagelbombe und das Okular. Nagelbomben sind dann tatsächlich endlich mal Bomben oder Granaten, die Schaden zufügen, nicht nur irgendwas reduzieren. Und das Okular erleichtert dem Träger das Zielen. Auch das klingt interessant.
hauen wir rein. So, und bevor ich jetzt weitermache, gehen wir hier mal raus und gehen mal ins Inventar. Ich will jetzt mal checken, wie viele Entwürfe ich überhaupt habe. Weil das muss ja, irgendwann ist das ja mal vorbei hier, oder? Das war der letzte, oder? Tabak, Mechanikteile, Geld, Aufzeichnungen, Pläne ist was anderes. Es hieß wirklich explizit Entwürfe. Dann haben wir sie aufgebraucht. Gut. Oder auch nicht gut, aber es gab ja einiges Neues jetzt. Das müssen wir dann im Übrigen, müssen wir das ja wieder bestellen. Dass es mit der Postkutsche oder was kommt, wo, ich glaube, in der Werkstatt konnte man das bestellen, oder? Naja, lass uns jetzt dann erstmal den Meteoriten untersuchen. Solomon konzentrierte sich darauf, wie er den Meteoriten zur Heilung des Wahnsinns nutzen könnte. Er fühlte sich unglaublich klug. Seine unablässigen Geistesblitze lösten einen beispiellosen Höhenflug erfolgreicher Forschungsarbeit aus. Eureka! Rief Solomon, als er die letzten Schrauben an seiner Maschine der geistigen Gesundheit festzog. Dann versammelte er die Pinkertons im Labor und erklärte, was zur Aktivierung nötig war. Ja. Der Erte, möchtest du dich vielleicht mal auf die Maschine der geistigen Gesundheit setzen? Ich gehe auch vorsichtig mit dir um. So, wir setzen mal vor. Ich glaube, oh, Kampfvorbereitung. Es kommt jetzt dann noch zu einem Kampf. Okay. Kartenmenü. Wir haben aber auch neue Karten erhalten. Oh, wir haben jede Menge neue. Ach nee, natürlich. Die toten Pinkertons haben ihre wieder abgelegt. Einer der Pinkertons ist auf die Könige gegangen. Ja, da kriegen wir auch 4 Könige zusammen. Dann haben wir da mal einen dicken Vierling, der uns plus 15 Zielen bringt. Wobei, der hat eh schon 70 Aim. Ach nee, halt. Das hat er jetzt schon. Da ist der Bonus mit drin, oder? Kriegt immer, ja, 55. Ja, er hat ein Aim von 60. Das ist der Pinkerton, der am besten schießt. 60, 55, 50. Dann machen wir das anders. Dann tauschen wir die mal hier. Geben dem Pinkerton mit dem besten Aim die 4 Könige und packen dann noch den Joker oben drauf. Ah, nee, der hat keinen fünften Kartenslot frei. Shit. Okay, Kommando zurück. Dann wird's doch der Kamerad hier, der die 4 bekommt. Und gebe ihm trotzdem den Joker oben drauf, weil dann macht er plus 2 Schaden mit jedem Schuss. Das ist schon kräftig. Was kriegen wir denn noch für Blätter zusammen? Wir haben 2 Zähnen. Wir haben 2 Neuner. Wir könnten hier auf jeden Fall irgendwie so ein 2 Pärchen könnten wir bauen. Mit Kreischen plus 2 Bewegungen. Kannibale isst Menschenfleisch, um stärker zu werden und Gesundheit zu regenerieren. Aktiv. Okay. Der Arterientreffer, der war ganz cool. Komm, dann geben wir ihm mal auf jeden Fall die beiden Neuner. Und jetzt ist die Frage, ob ich ihm die beiden Damen drauf gebe oder die beiden Zehner. Ah, das ist der Querschläger. Finde ich gut. Vor allen Dingen geben beide Karten noch jeweils plus 5 Aim. Das ist okay. So, jetzt haben wir noch einen Pinkerton. Dann bekommt der natürlich die beiden Damen. Ja, und übrig bleibt ein Ass. Kriegt da auch noch. Dann sind alle Karten wieder verteilt.
Gut. Ich habe eine Errungenschaft bekommen. Die seht ihr, glaube ich, nicht. Ne, die kriegt ihr nicht angezeigt. Okay. Waffen. Waffen, Waffen, Waffen. Zielen 60. Zielen 60. Zielen 60. Ja, jetzt haben alle Pinkertons ein Aim von 60. Okay. Als kleiner Ansporn und weil ich um 22 zu Alex gehe. Jan, viel, vielen lieben Dank. Als Ansporn, okay. Als Ansporn, ja, aber nicht als Entschuldigung für das, dass du zu Alex gehst. Trotzdem, vielen lieben Dank. Es wird in Field of Glory Empires fließen. Wo waren wir stehen geblieben? Bei der Bewaffnung. Genau. Die beiden Persons. Ich sage immer Pearsons die ganze Zeit, aber sie heißen ja Persons. Die bekommen jetzt noch Waffen. Hängt der Chat? Jetzt sicher. Könnt ihr mal kurz was schreiben. So, einer davon braucht auf jeden Fall wieder dieses Gewehr. Er macht... Das Revolvergewehr ist okay. Und wir geben ihm hier noch eine Pistole mit. Ah ja, okay. Nee, Chat geht noch. Alles klar. Bündelrevolver. Wow. Schaden 5. Wache Präzision, aber ordentliche Wucht. Macht 5 Schaden, das Ding. Also, und wir haben hier plus 2. Man muss halt dann aus der Nähe schießen, aber dann kann ich 7 Schaden schießen. Das gefällt mir und vor allen Dingen 6 Munition ist auch ganz nett. Geben wir ihm. Und dem anderen Person geben wir das Scharfschützengewehr. Und was machen wir? Die Taschenpistole. Irgendwas mit die hier, den Marinerevolver. So, haben wir Kleider. Haben wir nutzbare Gegenstände. Talisman gibt es keine. Sonstiges nutzbare Gegenstände. Wir haben diese Schallbombe. Oh, Meteoritenstaubbombe. Die hier. Was? Reduziert Zielen und Verteidigung. Die reduziert Zielen, Bewegung und Sicht des Gegners. Naja, so viel mehr dann auch nicht. Wir geben mal eine mit. Und vielleicht Schnappes mit dazu. Nie Schaden. Pokerblätter. Nee, Schamanenpfeife ist gut. Er bekommt auch eine Bombe. Und Alraune. Kötter. Ja, die bräuchte eigentlich direkt hier. Fängt mit niedrigem Glück an. Okay, gehen wir rein. Weiter zum Kampf. The leader was putting the final touches on his masterpiece when the madmen closed in. If he could get power to the machine, it would invert the meteor's energy. It might cure them, it might kill them. Either way, it would stop them. Okay, gut. Also irgendwie sehe ich gerade, macht dieser komische Zuschauer-Counter nach wie vor irgendwie, was er will. Der YouTube-Counter steht wieder auf 0. Komisch, komisch. Ah. Okay.
So, was haben wir hier? Das ist das Gelände oder die Karte hier kennen wir. Das ist das Labor. Die haben wir ja ganz am Anfang hier gestürmt. Was müssen wir hier machen? Gegner wurden alarmiert. Solomon muss überleben. Solomon muss die erforderliche Anzahl an Hebel betätigen. Das heißt, das hier sind die Hebel. 1, 2, 3, 4, 5. Jetzt ist die erste Frage, wahrscheinlich muss er sie wieder persönlich betätigen und die Pinkertons sind wirklich nur zum Kämpfen da. Okay. Und jetzt müsste man halt wissen, scheinbar kommt der Feind zum Haupteingang rein. Dann beginnen wir mal hier hin, das ist volle Deckung. Zu schießen können wir hier nicht. Das ist keine Deckung hier, der Tisch, ne? Aber wir können hinlaufen und können ihn umwerfen. Ah, sieh. Aha. Okay. Immerhin. Und wir könnten einen Querschläger produzieren. Schau mal, was das für ein Schuss ist hier. Der kostet... ja, Trefferschuss 100%, kostet 20 Glück, macht 4 Schaden. Komm, hau rein. Aber er ist nicht tot, er hatte mehr als 4 HP. So, wenn ich jetzt wüsste, dass der Feind wirklich komplett nur von der einen Seite kommt, aber das weiß ich nicht, deswegen gehen wir mit ihm hin. Ja komm, er muss auf jeden Fall zu dem in Richtung Schalter. Das heißt, wir bewegen uns mal hier hin. Und der letzte der Persons... auch hinter den Tisch. Ja, komm. Gehen wir hier hin. Und werfen den Tisch um. Oh. Ah, so wollte ich es eigentlich nicht. Egal. Rundenende. Ist hier einer von der Army? Uiuiui, wie viel haben wir denn hier wieder? Das ist auf jeden Fall jetzt schon Nummer 4. Nummer 5. Mindestens 5, eher mehr, weil der Zug ja noch weiterläuft. Ohne dass ich noch da. Nummer 6. Nummer 7. Oh nee, oder? Was? Das ist ja ganz schön heftig hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Mann. Eine kleine Armee. Das ist auf jeden Fall der Kamerad hier, der mehr Schaden schießt, oder? Ich glaube ja, 5 mit dem Gewehr. Ja. Das ist der Kamerad mit dem plus 2 Schaden. Wir könnten den 5er hier flankieren und rausnehmen. Interessant wäre,
ich irgendwas hätte, wo ich hier auf mehrere gleichzeitig gehen kann. Was ist das denn hier? 9? Was bedeutet dieses Zeichen über dem Schild? Ist das ihr Anführer oder was ist das? Hi Terry, einen wunderschönen guten Abend. Na, hast du deinen Zug gemacht, mein Freund? Was habe ich denn hier? Achso, ah, guck mal, Kannibale. Da kann er. Stell dich auf ein Feld mit einem toten Charakter, iss, um 3 Gesundheitspunkte zurückzugewinnen und deine Werte zu verbessern. Das ist ja geil. Das erinnert mich jetzt wieder an Mutant Year Zero. Da konnte unser Schwein ja auch Gegner essen, um Lebensenergie wiederherzustellen. Ja, was machen wir mit Solomon? Als erstes legen wir den ersten Schalter um, würde ich sagen. Ja, ah, shit. Nein. Jetzt steht er. Jetzt habe ich ihn extra da hinten reingelegt und dann läuft er für den doofen Schalter doch an die Front des Tisches. Das ist jetzt extrem beschissen, weil. Da wird jetzt die komplette Gegnermannschaft auf ihn einhämmern. Ah, du bist erst zur Ruhe gekommen. Im Arbeiten. Oh, große Fieber. Fieber ist immer recht. Und jetzt sitzt du am Mittagessen. Moment, ich schau mal kurz auf die Uhr. Ja. Ja, ist doch ideale Zeit für ein Mittagessen. Dann. Können wir uns ja später noch zum Mitternachtssnack treffen. So. Tja, ich zieh den nach vorne hier. Stehe hier in voller Deckung und. Hä? Wieso kann ich. Ernsthaft? Ist hier kein Zeit. Ich kann hier nicht rausschießen. Das. Darf nicht wahr sein. Ah, Mann. Also das ist ehrlich gesagt, das ist nervig, dass ich hier auch nicht vorher angezeigt bekomme, wenn ich irgendwo hinlaufe. Wen und wie ich danach noch treffen kann. Ich bin jetzt eigentlich fest davon ausgegangen, dass ich von hier durchs Fenster schießen kann und ihn flankieren kann. Und ich kann jetzt natürlich nicht mal mehr die Bewegung zurücknehmen. Ich kann jetzt gar nichts machen, außer hier stehen zu bleiben oder wieder zurückzulaufen. Selten dämlich. Es ist eher ein Toast. Naja, gut. Ich hoffe, du hast ihn wenigstens ordentlich belegt, den Toast. Schinken-Käse-Toast. Immerhin, das ist ja gar nicht so schlecht, oder? Keine Ahnung, was du drauf hast auf deinem Toast. Ach ja, was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Ich werde auf jeden Fall mit ihm bleiben, wo ich bin, einmal das Scharfschützengewehr nachladen oder Gewehr mit Zielfernrohr und einen Schuss raushauen auf Turners Hilfs-Sheriff oder auf ihrer Persons. Turner 100%. Okay, der hat 1 HP noch. Käse und selbstgemachte Salsa. Na, also das hört sich doch nicht so schlecht an. Aber eine Chili war ein bisschen viel. Ja, und immer dran denken. Die brennt 2-mal. Viel Spaß.
Ja, das lässt mich jetzt allerdings also das hier lässt mich jetzt vermuten, dass wenn ich hier hinlaufe, dass ich hier auch nicht rausschießen kann, oder? Obwohl, so schräg müsste er gehen. Ah. Dämlich, gell? Richtig dämlich. Bin ich mal gespannt. Ja, der kann jetzt. Ich meine, das ist doch genau dieselbe Situation, oder? Er steht bündig an der Wand und hat ein Feld nebendran ein Fenster. Das hat die gleiche Situation hat er hier doch auch. Oder wahrscheinlich wegen diesem scheiß Reifstein oder was. Also die Idee war wahrscheinlich schon richtig, den dahin zu stellen, aber der Schleifstein vermutet, der Schleifstein verhindert vermutlich ein Rauslehnen in diese Richtung. Das würde Sinn machen. Weil hier geht's. Oder? Was erzähle ich? Geht's hier? Ja, hier geht's. Er kann schießen. Gut. Was? Ich hab da mal so Nudeln gegessen. Ich bin gestochen. Das Brennen ist chronisch, ja. Da gibt's. Oh, guck mal. Was wollen wir hier? Trefferchance 58. Ist 60%. Treffe ich die auch beide? Ja, schon, ne? Ja, die fangen an zu leuchten. Also ich habe hier eine Trefferchance von 58-60%, beiden hier Schaden zuzufügen mit diesem komischen Kegelschuss. Was für ein Einzelschuss? Na, beim Einzelschuss sind die Chancen halt direkt mal bei 80%. Wir machen 5 Schaden. Dann sollte ich vielleicht auch auf einen mit 5 schießen. Oh, das ist Trummercliff selbst. Also so ganz, so hundertprozentig sicher steige ich hier ja mit der Story noch nicht durch. Ich dachte, dieser Trummercliff ist tot. Jetzt lebt er doch. Oder hat er sich nur zurückgezogen oder was auch immer. Naja, 72%. Soll ich auf ihn schießen? Das war... Ah, Trummercliff war der, den wir mit diesem geilen Kunstschuss getroffen haben. Deswegen ist der schon angenockt. Hm. 72%. Ja, komm. Ah, ich hab's befürchtet, dass er sein Glück hier... Spülmaschine und ein Bier stehen noch auf dem Tagesplan. Das hört sich auf jeden Fall ganz gut an. Also zumindest das Bier hört sich ganz gut an. Was? Was hier steht? 1, 2, 3, 4? Die da drüben habe ich gar nicht gesehen. Die da hinten. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Was? Okay, können wir wenigstens hier eine Bombe rauswerfen? Nee, kann er auch nicht. Ah, das war ein richtiger Scheißzug hierher, hier hinzulaufen. Saublöd. Naja, unten Ende, ne? Hilft ja nix. Schnappes könnten wir trinken. Erhöht die maximale Gesundheit. Und brauchen wir noch nicht. Okay, unten Ende. Welche Level... Was? Das ist... das ist die zweite... Wie nennt sich das denn? Kampagne? Storyline? Also die allererste, mit der das Spiel startet, die habe ich durch. Und das ist jetzt die zweite. Die sind allerdings nicht zusammenhängend. Also so wie ich das verstanden habe, hat da jedes Kapitel seine eigene... Story. Ich habe keine Ahnung, ob die sich am Ende irgendwie zusammenfügen, die einzelnen Geschichten zu einer Gesamtgeschichte. Müssen wir mal abwarten. Aber da ist auf jeden Fall noch einiges an Material
drin, weil wenn ich es richtig gesehen habe, sind es, schlag mich tot, 7, 8 Kapitel oder so und das ist jetzt das zweite. Alter, das ist eine ganze Armee. Boah, ja. Irgendwann macht's halt die Summe von Schüssen, der ist raus jetzt gleich. Puh. Ja, also mit ihm. Selbes Spiel wieder. Wir laden nach. Und gucken, dass wir einen erwischen. Einen mit 4 am besten halt. Ne? Ich bin mir hier nie genau sicher, auf welchen ich gerade ausgewählt habe als Ziel. Das ist so. So semi-optimal hier. Er blinkt, glaube ich, ganz kurz auf. Der Ausgewählte. Da müsste es jetzt der hier sein. Jetzt sind wir auf dem 1er. Jetzt sind wir auf dem 4er. Das ist der 7er. Das ist der 4er. Würden wir zumindest einen rausnehmen. Jawohl. Okay. Ja, zumindest die Befürchtungen mit Drummercliff, Solomon Delir haben sich nicht bestätigt. Ich glaube, da hat kein einziger drauf geschossen. Schattentod. Oh ja. Füge einem Gegner, der nicht durch Sonnenlicht geschützt ist, 5 Schaden. So, kostet 60 Glück. Haben wir. Das ist Drummercliff hier. Warte mal, wer ist denn Drummercliff? Ja, natürlich. Das da vorne ist Drummercliff. Und der hat noch 5 HP. Das machen wir. Dann ist er jetzt tot. And fell to the ground, dead. On seeing his master fall, Turner became apoplectic, screaming at his men to attack. Ja, gut. Er hat ihnen befohlen anzugreifen. Ich dachte, das hätten sie die ganze Zeit schon gemacht. ja, ist auch ganz cool, muss ich sagen. Also, es ist wirklich eins der Spiele mit dieser, ich nenne es einfach immer mal wieder XCOM-Kampfsystem, die aber auch, die auch wirklich gut sind, also die Spaß machen und nicht einfach nur irgendein billiger Abklatsch sind. Das macht Spaß. Vor allen Dingen, das Preis-Leistungs-Verhältnis ist absolut in Ordnung. So, wo gehen wir mit dem hin? Wir können da rein und einen erschießen. Viel Schaden mache ich mit. Ich mache mit dem Ding nur 3 Schaden. Oder wir gehen auf den Bündelrevolver. Was kann ich denn mit dem? Ich kann mit dem fächeln. Also von. Wenn meine Theorie mit dem Schleifstein stimmt, dann müsste ich ja von hier aus schießen können. Kann ich. Aber nicht fächeln, weil fächeln 2 Aktionspunkte benötigt und wir jetzt schon gelaufen sind. Das heißt, ich muss dann doch auf den Einzelschuss gehen. Ah, aber das ist ja mein Typ, der hier Zusatzschaden macht. Der macht mit dem Ding tatsächlich 7. Das ist eine Hausnummer. Und wer ist? Ist das hier Turner? Das ist Turners Hilfs-Sheriff. Ah, guck. Jetzt geht er. Das ist Turner. Also bei dieser schieren Anzahl an Gegnern, die hier auf uns wartet, könnte ich mir sogar vorstellen, dass es irgendeine Auswirkung hat, wenn man Turner erschießt. Vielleicht zieht sich der ein oder andere zurück. Vielleicht ist das aber auch nur eine Hoffnung von mir.
Ich schieß auf jeden Fall mal auf ihn. Oder? Oder nehmen wir lieber sicher einen raus. Naja, so sicher sind 69% auch nicht. Komm, wir schießen auf Turner. Aha, und er hat auch noch Glück. So, und der muss hier jetzt weg. Der muss hier jetzt dringend weg. Jetzt macht die Pfeife, die erhöht sein maximales Glück. Jetzt, wo ziehen wir den denn hin? Da hinten rein. Ja, und ansonsten können wir nicht viel machen, oder? Oh nee. Ich stehe hier noch gar nicht safe. Yeah. Noch einen erlegt. Minus 2. Oh Gott, da kommt ja einer. Da kommt einer zur Tür. Boah, die stürmen rein. Oh mein Gott. Was machen die denn hier an deinem... Wieso gehen die zu der Maschine? Oh oh. Das war Solomon, oder? Aber das Kapitel hat's in sich. Alter Schwede. Wie soll ich denn mit so einer Übermacht klarkommen? Bin gerade etwas überfordert, ehrlich gesagt. Den könnte man... Ja, Bombe, ja, aber die Bomben, die ich hier habe, die das sind alles keine Bomben, die Schaden machen. Das sind alles nur irgendwelche Geschichten, die ja so ein bisschen Mali bringen. Also Bewegung reduzieren, Aim-Fähigkeit reduzieren. Aber alles nichts Tolles. So, da fällt der nächste. Immerhin. Was können wir mit dem? Stehen jetzt zwei Stück hier drin. Trommelfeuer, aber dazu bräuchte ich 90 Glück. Habe ich nicht. Fächeln. Geht. Fächeln. Ah, die gibt er aber eine Schusstechnik, bei der du 3 Schüsse mit einem Zielmalus von minus 20 abgibst. Okay, das heißt aber, dann habe ich das Fächeln ein bisschen falsch verstanden. Es ist kein Flächenschaden oder Schaden, der sich auf mehrere Gegner verteilt. Ich würde einfach nur auf einen Gegner 3-mal schießen und hätte quasi, also ich könnte hier mit so den Neuner zum Beispiel töten. Wenn ich 2 von den 3 Schüssen treffe, wäre er tot. Aber jeder einzelne Schuss 49%. Ja. Nicht so wirklich prickelnd, ne? Wen haben wir denn noch? Scharfschützen. Der könnte, zumindest könnte der bei der Leiche oder bei einer Leiche wieder HP regenerieren. Aber dazu muss halt auch erstmal einer fallen. Oh, wie viel Schaden mache ich denn mit der Pistole, mit diesem Revolver? 5. Das heißt, wenn ich hier in die volle... Ah, nee. Haha. Okay. Ich habe diesen Radius wieder vergessen. Da bekommt er ja seinen Overwatch-Schuss, sobald ich da reinlaufe. Also das bringt nichts, hier ran zu stürmen und den wegzumachen.
Elixier der Heilung. Das werden wir auf, müssen wir auf jeden Fall nehmen. Entweder ein Heiltrank oder eine Flasche Pferdepisse. Füllt die Gesundheit vollständig auf. Okay, dann ist es wahrscheinlich ein Heiltrank und keine Pferdepisse. Boah, schaut euch mal an, wie die Bewegung hier eingeschränkt ist. Dann müssen wir das vielleicht zuerst trinken. Kann er jetzt weiterlaufen? Nee. Hä? Okay, ist der so langsam? Was ist denn ausweichen? Weicht allen Schüssen aus, die keine hundertprozentige Trefferchance haben. Hält zwei Runden an. Kostet 40 Glück. Weicht allen Schüssen aus, die keine hundertprozentige Trefferchance haben. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Ne? Je mehr Mut, je mehr Gegner zum Zeitpunkt der Aktivierung in Sicht sind, desto höher fällt der Bonus aus, den du bekommst. Auch nicht schlecht. Der Schattentod hat leider noch eine Abklingzeit. Was, wie generierst du Glück? Du generierst Glück, indem ja, paradoxerweise, indem du getroffen wirst. Also du ja, hast quasi, also andersrum angefangen, der Gegner schießt auf dich, hat eine gewisse Trefferwahrscheinlichkeit, die auch mit deiner Deckung zusammenhängt. Und dann hast du halt deinen Glückswert, das ist dann mehr oder weniger noch so eine Chance auszuweichen dem Schuss. Und jedem Schuss, dem du ausweichst, verbrauchst du Glück. Und wenn du dann aber mal Schaden nimmst, also nicht ausweichen kannst, dann regenerierst du wieder Glück. Eine interessante Mechanik eigentlich. Tja, was mache ich mit ihm? Also ich denke fast, wir aktivieren das Ausweichen hier. Weil, ich meine, alles, was ich hier in Bewegungsreichweite habe, bringt mir nicht wirklich viel. Das ist alles keine Deckung. Dann wünschst du mir viel Glück bei unserem Combat Mission Battle. Ja, also normalerweise deine Trupps, die sich da übers offene Feld bewegen, die müssten ihr Glück eigentlich bei dem System hier aufgebraucht haben. So viele Schüsse wie denen um die Ohren geflogen sind. Hast du schon reingeguckt? In die Datei zumindest, oder hast du noch gar nicht reingeguckt? Ich hab ja meine ersten bestätigten Abschüsse. Ah, das weißt du noch nicht. Okay, dann habe ich dich jetzt gespoilert. So, aber dann, ja, dann nehme ich Ausweichen. Ach, guck mal, das hat gar keine Aktion gekostet. Das heißt, ich kann trotzdem noch laufen. Das ist hervorragend. Dann bewegen wir uns zumindest mal. Bewegen wir uns denn hin? Hier habe ich zu. Ah, guck mal, hier habe ich tatsächlich doch noch halbe Deckung. So, wir haben jetzt die beiden. Eigentlich muss ich doch gucken, dass ich die Jungs hier rausschieße, die hier reingekommen sind, oder? Den Turners Hilfs-Sheriff könnten wir nieten mit einer 74% Chance. Oder ja, also ich habe es auch in meinen Aufnahmen mehrfach schon bestätigt, war aber auch eine klassische Fehleinschätzung meinerseits. Ich habe am Anfang so ein bisschen spekuliert und gemacht und habe eigentlich dieses offene Feld komplett ausgeschlossen. Ich habe gesagt, also da, über diese große offene Fläche, da wird keine Infanterie kommen, kann ich mir nicht vorstellen. Allerdings habe ich die Aussage auch getroffen in der Annahme, dass mein MG-Feuer auf diese offene Fläche deutlich effektiver ist, als es letztendlich war. Also so wie die Jungs geschossen haben, kann man da getrost drüber angreifen, über dieses Feld. Wenn ich das vorher gewusst hätte, naja. Ja, also entweder mit der Pistole und 74% oder das Gewehr nachladen. Ja, dann sehe ich hier Prozentchancen, bevor ich nachgeladen habe.
69%, ändert sich nichts. Und ich schieße auch nur 4 Schaden. Na gut, dann hat sich das ja eh erledigt. Dann laden wir nicht nach und schießen mit der Pistole auf ihn. Gut. Turners Hilfs-Sheriff ist tot. Damit ist jetzt noch einer hier drin. Ha. Tja. Jetzt die Frage, sollen wir dieses Fächeln probieren? 49% Trefferchance, 3 Schüsse. Müsste allerdings, ich müsste 2 treffen, um ihn umzuhauen, aber ich glaube, ich riskiere es, weil alles andere bringt mir auch nichts. 69% und 7 schießen. Dann ist er aber halt in der nächsten Runde auf jeden Fall noch da. Ach komm, no risk, no fun. Wir fächeln. Einmal, zweimal, bingo. He cursed Delir once more and died. Au. Jetzt hast du gerade 10. Minus 2 Schaden und plus 60 Glück. Also dadurch hat sich jetzt wieder Glück aufgebaut. Ach, schau mal. Aradin ist auch da. Auf geht's. Hast nichts. Hast nichts mehr in petto sonst. Hast recht. Hast recht. Und wer nicht wagt, kann nicht gewinnen, aber wow, 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 ich muss jetzt langsam, ich müsste jetzt mal irgendwie mit Heilung agieren. Die Runde war jetzt auf jeden Fall nicht schlecht. Ich glaube, wir haben insgesamt nur, haben wir nur diesen einen Treffer gekriegt, oder? Nur diese minus 2. Das ist, oh, was habe ich denn jetzt? Nein! Nein! Ich habe eine Runde übersprungen. Das darf nicht wahr sein. Was war, bin ich, war das die Enter-Taste? Ich bin auf irgendeine Taste gekommen. Das muss die Enter-Taste gewesen sein. Und wie kann man ab... Wie kann man denn Rundenende ohne eine weitere Nachfrage auf die Enter-Taste legen? Das ist ja aber total bescheuert, oder? Jetzt mal ehrlich. Fuck. Kriegen wir das jetzt trotzdem noch irgendwie gewuppt? Ja. Shit. Was ein Bullshit. Was hat... Wo ist... Wie ist der denn da hingekommen eigentlich? Wo, oder... Der steht hier. Ja gut. Wenn wir den... Shit, er hat noch 2. Oh nein, da komme ich schon jetzt auch nicht dran, oder? Haben wir hier irgendein Hindernis, wo wir anschießen können, damit ich hier reinfeuern kann? Warte mal. Das hier, oder? Ist das hier zum Anschießen? Aber... Hey, der, wer hat denn das Anschießen? Ist hier keine? Hm? Wo ist denn diese Eigenschaft? Ja, jetzt muss ich mal gucken, habe ich... Hat hier keiner diese...
Querschläger. Da ist er. See Person. See? Ah, natürlich der, der reingelaufen ist. Ja, logisch. Der schon geschossen hat. Ah, läuft. Ich habe einen Lauf, glaube ich. Ich habe gerade einen Lauf. Halt. Schattentod ist wieder verfügbar. Nein. War nur auf den. Oh, nee. Bescheuert ist das denn? Okay. Nachladen. Hier überhaupt irgendeinen treffen? 39%. Ah, Glück. Oh, das waren jetzt aber zwei richtig doofe Fehler nacheinander. Ich glaube, das kostet uns auch dieses, diese Mission. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich das jetzt noch irgendwie gerissen bekomme. Gewehr. Den hier. Naja, bald. So. Können uns noch bewegen. Dann laufen wir mal hier in die volle Deckung. Ah, na, ich muss jetzt den hier wegnehmen, aber das ist natürlich auch doof, weil der wird mich jetzt hier töten. Ja. Daneben. Das war's. Jetzt, wenn's blöd läuft, fallen jetzt zwei. Und dann ist rum. Daneben. Oh, der läuft weg. Nein, und trifft dann aber trotzdem mit Minen. Weil das Ding hier keine. Das ist keine Deckung, ne, glaube ich, weil das ja hier. Wie lange ich heute stream? Ich hab eigentlich auf jeden Fall vor, dieses Kapitel hier durchzumachen. Also. Ja. Und zumal ich diese Mission hier wahrscheinlich. Diesen Kampf hier nochmal starten muss, wird es noch eine Weile gehen, Terry. Also ich denke, 2 Stunden bin ich bestimmt noch da. Ich glaube, ehrlich gesagt, bevor ich hier jetzt noch mehr Zeit rein versenke, starte ich die Mission hier direkt neu. Und dann gehe ich noch kurz auf die Toilette vorher und fülle nochmal meinen Kaffeevorrat auf und dann versuchen wir es hier ein zweites Mal. Bis gleich.